Happen DHDS Märchenstunde. So, nachdem Rektor jetzt mal ein bisschen geschwitzt hat, damit er merkt, wie das ist, wenn wir dann vorne stehen müssen. Nach vielem Hin und Her, was spielen wir heute für eine Geschichte, haben wir uns überlegt, einen edlen Klassiker aufzuführen. Viel zu lange auch schon nicht mehr gespielt. Star Wars! Nein, nicht dieser dort. Nicht so lange her. Es war vor einem Land, in einem Land vor unglaublich langer Zeit. In einer weit entfernten Galaxie. Anlässlich der Session, was heißt anlässlich? Unserer hitzigen Diskussion gerade an der Stätte. Vielen Dank, liebe Sonne, für den ungeteilten Sonnenschein, den wir erfahren dürfen. Ich glaube gar nicht, wie es ist, auf diesen Brettern zu stehen, die besser nicht die Welt bedeuten. Spielen wir für euch am heutigen Tage die Geschichte von Frau Holle. Ja, das passt ja. Jawohl. Und wir beginnen gleich, denn eben, ihr sollt nicht zu lange braten in der Sonne. Wollen wir nicht auf die Folter spannen. Es gab da einst in einem Örtchen ein wunderhübsches kleines Mädchen. Ein wunderhübsches kleines Mädchen? Ja. Rektus, das ist dein Auftritt. Nein, das ist nicht sein Auftritt. Aber versuch's was wert. Ein wunderhübsches Mädchen und diese hieß Marie. Applaus! Hi! Ich bin's, Marie! Und Marie? Ich möchte heute ein paar Produkte vorstellen, wie auf meinem Instagram-Kanal. Nein, das wirst du nicht! Aber ich habe eine wunderbare Hautcreme von Uschi Glas. Schaut mich an, die macht Poren tief reine Knochen auf. Ja, bist du zufälligerweise Veganer? Veganer Stufe 100, ja. Stufe 100? Ich habe mich von jeglichem Fleisch entfernt. Ja, das sieht man. Sei es dann eben drum. Dieses Kind war schön anzusehen. Ja. Ich glaube, die freuten sich über Marie. Niemand war jemand blöder. Doch, dann geschah etwas Schlimmes. Das Publikum sagt nein. Nein. Doch. Oh. Echt jetzt? Ja. Ihr armer Vater ging zum Sterbebette und musste ableben. Das Publikum sagt oh. Oh. Erbschaft, Erbschaft! Nein, gar nicht wahr, wir waren zu früh. Ihr Vater war noch am Leben. Das Publikum sagt Hurra! Hurra! Die, Mutter, hey. Die Mutter war gestorben. Ha. Die Geschichte ist garstig! Gefällt mir! Die Mutter war gestorben, das Publikum sagt oh. Ja, die war auch viel hübscher als ich, das geht so nicht. Na, wer ist nicht hübscher als du? Ich habe da auch nicht nachgeholfen. Ganz bestimmt nicht. Und bist du jetzt still? Okay. Gut. Und da war es aber so, der Vater konnte nicht lange alleine bleiben, das Kindlein hochziehen, gleichzeitig sehr viel Geld verdienen, in einem kirchlichen Amt. Und so heiratete er noch einmal. Das Publikum sagt Juhu! Juhu! Was, so schnell schon? Ja. Und hier ist sie, die Stiefmutter von Marie. Ganz genau, du Rektus. Das ist die Stiefmama? Das ist die Stiefmama. Ich weiß nicht, was da im Spiel war. Bestimmt Geld. Ich bin deine Mutter. Ich glaube, du bist eher ein Mutterschiff. Schiff dir gleich einer ans Bein, Alter. Das will hier keiner sehen. Hast du schwanger geheiratet? Wie bitte? Hast du schwanger geheiratet? War nur eine Frage. Das sagt die Richtige. Was denn? Aber somit war es gewesen. Ein Töchterlein hatte das Kindlein mitgebracht. Doch genauso wie schön und goldig und sitzsam Marie war, so war die Tochter der Mutter, genau wie die Mutter durchtrieben. Ach so, hinterhältig und widerlich. Kind ist schon auf der Welt? Ah, na ja, fast so. Wir haben jetzt im Moment, wir haben ein kleines Darstellerproblem. Deswegen haben wir das Kind jetzt genau da reingesetzt. Das ist also quasi da. So, was denn? Da muss man kurz die Schleuse aufmachen, das Kind genau. Kommt. Hey, Knie auseinander. Ja. Ja. Das war eine Sturzgeburt. Und da war sie. Ebenso hieß sie Marie, aber sie war garstig, schrecklich und fürchterlich gemein. Das Publikum sagt Das heißt ja Bäh, hä? Schaut euch mal an. Meine Güte. Doch, diese garstige Stiefmutter. Sie liebt ihr eigenes Kind so sehr. Sie umarmte es und gab ihr immer einen Kuss. Nein, tat sie nicht. Tat sie doch. Tat sie nicht. Tat sie wohl. Nein, sie hatte gerade keine Zeit. Doch, hatte sie wohl Anna, Zeit. Anna, guck mal, das Publikum kommt schon. Mensch, jetzt gibt ihr einen Kuss. Mütter, die ihre Kinder lieben, geben ihren Kindern auch mal ein Küsschen. Sonst ziehst du dich auch nicht jeden Abend. Oder auch zwei oder drei. Scheiße, wenn ich das jetzt wirklich machen muss, dann will ich aber auch einen Oscar. Wir haben eine andere Geschichte gehabt. Du wolltest ja unbedingt das. Also los. Sie hatten sich so gern. Doch
So grausam war sie zur goldenen Marie. Tot! Goldmarie, wo bist du? Denn die eigene Tochter ward faul. Doch Marie musste arbeiten von morgens. Wie sieht das hier wieder aus? Ja, ganz genau. Ich liebe es, wenn ein Schwan explodiert. Runter auf die Knie und heb das auf. Muss ich wirklich? Ja, du musst. Aber das kann doch die andere Marie machen. Die andere Marie, das ist mein Lieblingskind. Aber dich kann ich gar nicht leiden, blöde Kuh. Ja, los, herarbeiten. Straßenkern ist Samstag. Das ist Sonntag. Hirnloses Vieh. Und zum ersten Mal sehen wir den Tod in einer sehr, sehr nützlichen Rolle. Da siehst Feder. Du die ganzen grünen Fliegen da oben. Ja. Noch eine Feder. Lass mir jetzt einfach wieder weitermachen, bis der Platz wieder sauber ist. Noch eine Feder. Ja, sei es dann eben. Geh das nicht ein bisschen schneller, du Dussel! Ich bin und das Kind, es musste arbeiten. Das Publikum sagt, armes Kind. Armes Kind. Und eines Tages war es soweit, die Sonne schien heiß vom Himmel. Tod, komm jetzt her. Ja. Sag mal. Ja, das kann schon mal passieren. Man wird schon mal vom Tod angepupst. Erste Reihe. So. Und da war das gewesen, da ging die Stiefmutter zur Goldmarie, zur goldenen Marie hin. Und sagte, Kind, Kind! Nicht die Mama! Pong! Ja, das tat sie nicht. Nicht? Nein. Ach, ich bin ja lieb. Du gehst jetzt runter in die Stadt. Genau, geh mal runter in die Stadt. Und du wirst jetzt... Hol mal ein paar Federn, mein Kopfkissen ist leer. Nein, das machen wir nicht. Nein? Sie sollte einfach einen Faden spinnen mit der Spindel. Genau, und das in der Stadt? Was ist das für eine blöde Geschichte? Ja, es gibt Spindelcafés. Ja. Also, wie du ja gehört hast, brauche ich jetzt dringend einen Faden. Spindel mal da unten ein bisschen in den Federn rum. Und die goldene Marie, sie versprach es ihrer garstigen Stiefmutter, nickte. Ja. Und sagte, ja, Mama. Ja, Mama. Darf ich Mama zu dir sagen? Darf ich Mama zu dir sagen? Es genügt, wenn du Aufseher sagst. Ja, Walter! Sprach das Kind, die Mutter trat ab. Oh, die Mutter stirbt schön! Was? Nein! So, tritt ab. Abtritt, da wo du hingehörst. Dann nahm das Kind die Spindel. Das ist eine Spindel? Das ist eine Spindel, wir haben nichts anderes. Bei der Spindel von Grayskull! Ich spinne ein Faden! Setzte sich in der Stadt an den Marktplatz hin und begann den Faden zu spinnen. Wie geht das denn? Einfach so. Einfach so. Spiel einfach mit dem Schwert herum. Genauso wie man es macht. Ist egal, an welcher Seite man anfasst. Es ist völlig irre. Dir ist alles egal. Sehr schön machst du das. Doch das Kind spann so viel und so hart, dass ihre Finger aufrissen. Und das Blut die Spindel benetzt. Hat jemand Ketchup? Blut lief auf die Spindel. Das Kind hatte Angst. Warte kurz. Was denn? Mal kurz. Nein, tu das nicht. Nein. Ist alles in Ordnung. Also es lief irgendwas die Spindel runter. Die Spindel war verschmutzt. Und das Kind machte sich große Sorgen, dass die Stiefmutter sie hart rannehmen würde, um sie durchzuprügeln, zu verwimsen, wie es sich gehört. Und so nah ging sie zum Brunnen, beugte sich hinunter und versuchte, die Spindel sauber zu wischen. Oh nein! Oh ja! Oh nein! Oh ja! Alles frisch gewischt, alles wieder dreckig. Na toll. Das Kind, es ging zum Brunnenrand. Und das Wasser wegen der Trockenheit, wegen der Dürre, die wir da so hatten, war so tief hinunter, dass hallo, 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 verpiss dich. Darauf hören wir jetzt nicht. Ein Echo ist nicht von Intelligenz und wiederholt einfach alles, was man ihm sagt. Hä? Ruhe. Okay. Und es versuchte, unten ans Wasser anzulangen, um die Spindel zu waschen. Doch sie beugte sich immer tiefer und tiefer und tiefer. Was mit einem Mal das Gleichgewicht verlor. Komm, recht das mit Anlauf. Und den Brunnen hinunterstürzte. Ja! Sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Der Tod steht da drauf. Doch kaum. Wie wurde dem Kind schwummerhaft? Das kalte Wasser schoss über sie zusammen. Sie verlor das Bewusstsein. Doch im nächsten Moment öffnete sie die Augen und erblickte eine wundersame Welt. Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten, das Gras war grün. Und gerade ist wohl offensichtlich vor ihr ein Schwan explodiert. Tut mir leid, ich bin draufgefallen.
Kind fragte sich, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Warum klebt der Schwan an mir? Sie stand auf und da hörte sie mit einmal die Hilferufe. Hilferufe aus einem dunklen Wald. Ich höre nichts. Zur Hilfe, zur Hilfe! Seht nur, meine Äpfel sind schon ganz reif. Was? Ach so, ja. Und das Kind, es lief zum Baum hinterm Hilferuf. Die Äpfel wären reif, sie wären schon fast faul, so lange würden sie schon da herumbammeln. Ja, ja! Und damit nichts Schlimmes geschieht, so rüttel mich und schüttel mich, sagte das Bäumchen. Schüttel. Sag mal, Baumbart, leidest du an einer Identitätskrise? Rüttel mich und schüttel mich, damit die Äpfel dann auch aufgesammelt werden. Rüttel mich und schüttel mich. Frei mich von meiner schweren Last. Sicher, dass das ein Apfel und kein Melonenbaum ist? Und das Kindlein, es hatte ein barmherziges Einsehen. Es ging zum Baum hinüber, umfasste den Baum am dicken Stamm und rüttelte und schüttelte, dass der Baum durchgewackelt wurde. Und dass die Äpfel herniederfielen. Die Äpfel fallen hernieder. Das sind keine Äpfel, das sind Äste, du Idiot. Ach so, ja, gut. Die Äpfel fielen hernieder. Plumps, plumps, plumps. Das Publikum applaudiert wegen diesem Special-Effekt. Ich will keine Äpfel. Ja, das ist auch kein Wunder. Das ist eine eigene Geschichte, die möchte hier nicht erzählt werden. Das hat was mit ewiger Jugend zu tun, einer sehr hohen Stimme. Nun, was soll das denn heißen, hä? Ach, nichts. Nach getaner Arbeit ging das Kind weiter in diese magische Welt, als sie wieder einen Hilferuf vernahm. Bin ich bald da? Ich bin die Mikrowelle und klingele. Nein, du bist ein Ofen, du bist ein alter, heißer Ofen. Der Ofen rief, Hilfe, Hilfe, meine Brote verbrennen in mir drin. Ich bin doch schon fertig gebacken mal, diese Affenhitze. Ich bin ein alter, heißer Ofen. Und das Kind... Und auf einem heißen Ofen lernt man das Braten. Backen, backen. Meine Brote werden schon ganz schwarz. Ich versuche mir das gerade nicht vorzustellen. Und das Kindlein ist gesagt, den Ofen, es hatte Mitleid. Oh, du armes, abgewracktes, altes Etwas! Wo drückt's denn? Wo denn? Wo genau? Hier vorne sollst du dich hinstellen. Ich zeig's dir. Nein! Hier, mein Ofen! Das Kindlein... Was ich muss die Ofenklappe aufmachen. Ja, die Ofenklappe. Ja, warte mal, der Ofen? Das geht so. Das geht so. Der Ofen muss kurz hoch. Der Ofen muss hoch. So, Klappe auf. Klappe auf. Ich hol die Brote raus, warte mal. Habt ihr Brot? Ja, ich hab ein Brot gefunden. Hui, hui, hui. Du musst jetzt pressen. Klappe weiter auf. Pressen. Ist groß. Pressen. Plopp. Sponsored bei Bagatelli. Das Ich glaube, das Brot ist wurmstichig. Heinz, wir haben hier ein Protestschild. Oh. Der Wurm beschwert, sie hat Dinge gesehen, die er niemand sehen wollte. Komm zurück ins Körbchen. Und somit lief das Kindlein weiter. Der Ofen war... Und da kam das Kind in ein großes Haus. Ein großes Haus. Oh, guck mal. Ein Bauerngut-Zentrallager. Und da ging ein Fenster auf. Und eine uralte Frau guckte da heraus. Oh, schrecklich war sie anzusehen. Nee. So alt geworden, dass ihr schon ein Bart auf den Wangen spross. Auf krummen Beinchen kam sie daher, erblickte die junge Maid und rief, oh, ich bin ein alter, heißer Ofen. Das bist du nicht. Du bist Frau Holle, du Vollidiot. Ich bin Frau Holle. Holle, Holle, Holle. Entschuldigung. Nur. Was ich muss die Decken ausschütteln. Echt jetzt? Und sie sind so schwer. Hat sie wieder Läuse?
Ja. Woher weiß der das? Da reicht doch ja, aber daran liegt's nicht. Oh. Ich bin alt und gebrechlich. Ja, das sieht man. Komm mal her zu mir. Ich komme. Ich bin ja Frau Holle, nicht Herr Holle. Ja, ja. Hast du sicher, dass ich nicht Herr Holle bin? Nein, du bist Frau Holle. Ich wäre aber gerne divers Holle. Das finde ich. Das ist Frau Holle. Meinetwegen auch divers. Mir egal. Hauptsache, ihr schüttelt jetzt endlich gleich das Federbett aus. Kannst du mir helfen beim Ausschütteln des Federbetts? Natürlich, armes, altes, hässliches Weib. Das Kind sprach nur die Wahrheit. Ja. Dumme, blonde Drecksgöre. Nichts als die Wahrheit. Ersticke an deinem iPhone. Hier, schüttel das aus. Das soll ich auch schütteln? Das, ja, das meine ich. Sie nahm die wunderschöne Glänzende. Schleichwerbung. Ja. Guck mal. Oh, wartet mal. Frau Holle, das ist schwierig. Guck mal, in der Mitte von dem Bettlaken. Da ist ein ganz hässlicher Fleck. Die Kind. Das Kindlein war nicht faul und sie schüttelte das Bett aus, dass die Federn nur so flogen. Ja. Schüttel, schüttel, schüttel. Shake it, baby. Und während sie schüttelte... Die Decke. Die Decke, nicht den Rest. Und während sie schüttelte, fiel hernieder auf der Erde Schnee, dass Leute sich daran freuten und rufen, Juhu, Schnee! Juhu, Schnee! Im Sommer, toll! Super! Und somit war es gewesen, das Kind war fleißig. Und 7 Tage und 7 Nächte schüttelte sie die Bettdecken. Es kam ihr vor wie Jahre. Was, 7 Tage und 7 Nächte schüttel ich? Ja. Ist ja wie im Lockdown. Doch schließlich und endlich... Ja, es, ich weiß, der ist schlecht. Er ist unglaublich schlecht. Aber keine Sorge, das werden wir nachher noch in den Griff kriegen. Nun denn war es gewesen, die Zeit war um. Und das Kindlein bekam Heimweh nach Hause zu seiner Stiefmutter und zu seiner Stiefschwester. Was stimmt mit mir nicht? Die sind so garstig. Puh, das reicht doch ein Blick, wenn man dich ansieht. Da stimmt einiges nicht. Also, aber da steht meine Playstation. Ja, ganz genau. Deine Playstation, ja. Deine Xbox, ja. Deine Nintendo Wii. Ja. Ja. Netflix und Account und wie war das andere? Ja, ja, genau. Ja, ja. Und somit war es gewesen, dass sie dann zu Frau Holle hinging. Frau Holle? Ja, mein Kind. Fertig. Und Frau Holle sagte, das hast du gut gemacht. Sehr schön. Endlich muss ich dich, blöde Kuh, nicht mehr sehen. Geh doch zu Hause, du alte Kackbratze. Nahm das Kind bei der Hand. Darf ich bei der Hand? Oh. Ja. Ging mit ihr zu einem großen Tor. Komm mal mit zu diesem großen Tor hier. Jawohl. Moment, das Tor war noch verschlossen. Ah. Sie öffnete das Tor. Da. Das ist eine Automatiktür, hä? Jawohl. Und sprach, tritt in das Tor ein, Kind. Wenn du dort im Torbogen kurz stehen bleibst, dann... habe ich ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Öffnete sich mit einem Mal der Himmel und Gold fiel auf sie herab. Oh, genau ins Auge, ich hab's klatschen hören. Oh. Alter. Das okay. War... Und das Kind weint heute wieder. Das hast du ja ganz toll hingekriegt, Hans. Ja, Entschuldigung, ich kann nicht ahnen, dass er mit dem Alter noch so empfindlich ist. Schneidest du mir 20 Kilo Goldbarren ins Auge? Ja. Wahnsinniger Kinderschlechter. Dabei übergab Frau Holle dem Kind die Spindel. Ah, hier. Deine Spindel. Fester. Und das Kind erschloss die Augen, drehte sich im Kreise und kam wieder zurück nach Hause. In diesem Augenblick, als die schöne Marie aus dem Brunnen kletterte, wurde ein Horrorfilm gedreht. Jawohl. Erblickte das Volk, das schöne Kind mit seinen goldenen Haaren, dem schönen Golde auf dem ganzen Leibe, was ich nicht mehr lösen wollte, und jubelt ihr zu. Und selbst der Hahn auf der Kirchturmspitze schrie, Kikeriki, Kikeriki, unsere Goldmarie ist wieder hier. Was, die Goldmarie ist schon wieder hin? Das erblickte die böse Stimme.